und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video hier bei Just Christian. Ihr müsst es mir einfach glauben, dass hier hinten der Christian sitzt. Ich bin gleich mal in die Nahaufnahme gegangen und fange direkt mal von oben an. Wir wollen heute zusammen mal das iPhone 12 in seiner wunderschönen Farbe Blau einrichten. Hier habe ich schon ein SIM-Eject-Tool liegen, hier habe ich schon eine SIM-Karte, die freut sich schon außerordentlich, dass sie da rein darf. Dann legen wir mal los. Sehr nett, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge euch oder Fragen habt, einfach runter damit in die Kommentare. Ich freue mich. So, dann Karte da nach oben, rein mit dir. Übrigens auch dieser SIM-Tray, der ist auch schön von der Farbe her. So, dann rein da, alles sitzt schön bündig. SIM-Eject-Tool, du bist jetzt arbeitslos erstmal. Und dann powern wir mal an den Apparat. Halten. Da kommt schon das Apfel-Logo. So, dann fährt der wunderschöne Apparat hoch. Wie gesagt, 6,1 Zoll. Ich bin echt mal auf die Display-Ränder gespannt. Natürlich, jeder, der im Android-Lager unterwegs ist, der kennt Uiui, okay? Also die Ränder hier außen rum, die stören mich gar nicht. Die finde ich sogar relativ cool, weil sie symmetrisch sind. Aber hier oben die dicke Notch, da muss ich mein Auge erst wieder dran gewöhnen. Dann swipen wir mal ab, um loszulegen. Wir stellen die Sprache Deutsch ein. Und wir wollen auch Deutschland als Region. Sprache wird eingestellt. Und jetzt habe ich hier neben, auch das müsst ihr mir einfach glauben, mein iPad stehen. Und da ist schon aufgeploppt, dass hier sich ein iPhone in der Nähe befindet. Ich werde mal meinen PIN eingeben. Ja, das wackelt doch schon ein bisschen auf dem Tisch liegend. So, Schnellstart. Ich könnte jetzt mein Smartphone direkt konfigurieren aus einem iCloud. Backup oder so, aber nein, ich möchte es manuell konfigurieren. Dazu wähle ich mich mal hier in meine Fritzbox ein. Es verbindet, dann geht das weiter. Das Aktivieren deines iPhones kann eine Minute dauern. Die Zeit, die nehmen wir uns. Dazu habt ihr alle eingeschaltet. Dann bin ich mal gespannt. Apple erfasst Hardware-IDs von deinem iPhone, um es zu identifizieren und für unsere Dienste zu aktivieren. Okay, Datenschutz, weiter. Face-ID, fortfahren. So, jetzt hebe ich das Gerät mal an. Positioniere dein Gesicht zunächst im Kamerarahmen, beschreibe dann einen Kreis mit deinem Gesicht, sodass es von allen Blickwinkeln zu sehen ist. Los geht's! Ja, und jetzt muss ich mein Gesicht... Oh, ich sehe schlimm aus. Erster Scan ist für Face ID abgeschlossen. Weiter. Gesicht erneut im Rahmen ausrichten. Beschreibe einen langsamen Kreis mit deinem Kopf. Okay, zweiter Scan ist abgeschlossen. Na prima. Face ID ist jetzt konfiguriert. Einen Code erstellen. Dann nehme ich mal eine andere Code-Option. Vierstelliger Code. Einen wahnwitzigen 1, 2, 3, 4. Trotzdem verwenden, jawohl. Dann nochmal wiederholen. Ja, macht er. iCloud Backup wiederherstellen, von iPhone übertragen, keine Apps und Daten übertragen. Nein, ich möchte das Gerät nackelig. Jetzt muss ich meine Apple ID eingeben. So, Apple ID ist eingegeben. Jetzt will er diesen Entsperrcode haben bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, dann habe ich jetzt einen Code bekommen auf mein iPad. So, und dann geht das weiter. Ja, die habe ich akzeptiert und verstanden. Express-Einstellungen fortfahren. iPhone auf dem neuesten Stand halten. Ja, möchte ich. Das ist eine gute Idee. Apple Pay. Das machen wir später. Den iCloud-Schlüsselbund machen wir auch später. Audioaufnahme teilen. Siri-Diktierfunktion. Auch das machen wir später. Bildschirmzeit machen wir später. Es geht ja darum, dass wir das erstmal... Nein, ich möchte die Analysedaten nicht teilen. True-Tone-Display. Also da, ich mag es nicht. Könnten wir jetzt testen, wie das aussieht. So ist True-Tone, so ist ohne True-Tone. Weiter geht's. Will ich hell oder dunkel? Ich will erstmal ein helles haben. Anzeige-Zoom, Standard oder vergrößert? Nee, Standard ist schon ganz... vergrößert. Nee, Standard ist schon ganz okay. Willkommen beim iPhone. Coolo. Zum Starten nach oben streichen, ich horchst. Zack. Wow. Und schon hat es entsperrt. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, dass ich jetzt ein iPhone habe. Da, 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 da. Okay. Der Wahnsinn. Und schon sind wir am Start. Willkommen bei der App-Mediathek. Okay, das ist quasi der App-Drawer, kann man sagen. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, auch was die neuen Widgets angeht.
Sehr schön. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt gucken wir doch mal in den Einstellungen. Unter. Wo war das hier nochmal allgemein? iPhone-Speicher. 14,5 GB sind benutzt. Ja. Da sind auch die großen Apps drauf. GarageBand, iMovie und so weiter. Wenn man die alle runterlöscht, Numbers, Pages, dann hätte man auch nochmal locker mal fast 3 GB. Also sagen wir mal, 12 GB sind verbraucht von 128, die wir benutzen können. Das ist ordentlich. Absolut gut. Prima. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Kamera an, was die so kann. Neues Quick-Take-Feature. Beim Verbinden der App erlauben. Zeitraffer, Video, Foto. Jetzt machen wir einfach mal ein Foto. Ich muss das Handy jetzt mal so ein bisschen weghalten. Einfach nur mal so ein bisschen schnell aus der Hüfte geschossen. Ah, nee, wir müssen ja mal schauen, was eingestellt ist. Unten unter der Kamera. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Fotos. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Kamera. Wo ist es? Da. Ah, Videoaufnahme. Nein, ich will nicht den 1080p. Ich will volles Programm. 4K 60. Und ich will auch HDR-Video erlauben. Und Slow-Motion-Aufnahme. Wie weit geht das? Auch bis 240 Frames. Das ist geil. So, und jetzt nochmal das Ganze. Also erstmal ein Foto, dann auch mal mit der Weitwinkel, zack. Und dann machen wir mal ein Video, auch um einfach mal zu gucken, wie so die Videoaufnahmequalität ist. So, ah, man kann es ja mittlerweile auch oben in der UI verändern, das wusste ich auch noch nicht. Schon lange kein Handy mehr gehabt von Apple. Deswegen seht mir das auch ein bisschen nach, hier ist mein wunderschönes iPad. Hallo, hallo. Da sind meine wunderschönen Blumen. Wir gehen nochmal näher ran an die Blumen. Schüttel, schüttel, schüttel. So, dann gucken wir uns das mal an. So. Da sind meine wunderschönen Blumen. Wir gehen nochmal näher ran an. So, nochmal. Hallo, hallo. Da sind meine wunderschönen Blumen. Wir gehen nochmal näher ran an die Blumen. Schüttel, schüttel, schüttel. Wow. Also das ist schon mal echt nicht schlecht. Hallo, hallo. Da sind meine wunderschönen Blumen. Das kommt relativ gleich auch raus. Schütteln, schütteln, schütteln. Ja, cool. Ja, läuft. Also das ist gar nicht so verkehrt. Und vom Bild her, nochmal. Das war jetzt mit 60 Frames aufgenommen. Mein kleines Winzlingszimmer. Ja, das macht er gut. So, wie sehen die Fotos aus? Mal gucken. So. Ja, das ist jetzt auch hier drinnen nur bei Kunstlicht. Ja, die Details, die sind schon gut. Also da bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt in Zukunft, wie das ausschaut. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, das Ganze zu testen. Und dann natürlich auch für euch immer mal so ein kleines Video einzustreuen, wie ich das Gerät finde, was die Kamera sagt. Es eventuell auch mal zu vergleichen mit anderen Herstellern. Auch werde ich das machen, was man eigentlich nicht macht. Ich werde es mit Android-Geräten vergleichen. Und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wann immer ihr das Video guckt, ist es mir egal, wann ihr es guckt. Danke, dass ihr es geguckt habt. Und bleibt bitte gesund, tragt Masken und haltet euch zurück. Macht's gut. Ciao, ciao.